Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei der Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns immer noch im Waldtempel und sind gerade auf der Suche nach noch zwei weiteren Geistern. Und wundert euch nicht, warum jetzt hier wieder die Tür verschlossen ist. Ich musste gerade den ganzen Spielstand nochmal neu spielen. Beziehungsweise ab ungefähr Mitte des Tempels. Weil bei dem Quicksave-Ding konnte ich das Menü permanent nicht mehr öffnen. Da ist die ROM immer abgestürzt und ich hoffe, jetzt funktioniert es einigermaßen. Nur wenn richtig gespeichert hatte ich nicht ab einem bestimmten Punkt, nachdem wir die Starforce besiegt hatten. Und deswegen musste ich das jetzt, die beiden Geister nochmal besiegen. Und kann sein, dass vielleicht das Inventar ein wenig anders aussieht und die Herzen ein wenig anders. Also wundert euch deswegen nicht. Dann gehen wir jetzt mal durch. Sind wieder in dem Raum, wo uns Navi, ja, jetzt wieder sagt, dass wieder Schatten der Kreaturen an der Decke hängen. Los, geh runter, Link. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich musste gerade alles nochmal neu spielen. Nein, nicht alles. So, nämlich hier trat das Problem auf, weil da hinten ist nämlich eine Schlüsseltür. Nein, nicht einsetzen, Link. Das kommt, ist egal. Hier wollte ich sowieso ein Port, ja. Ein Port-Ding hinsetzen, also. Na los! So. Eigentlich ist es ja cleverer, die mit Deko-Nüssen zu töten, aber das ist mir im Moment egal. Alter, die sind so bescheuert, die Viecher. Aber ich habe gerade die Deko-Nüsse nicht ausgewusst und habe Angst, das Menü wieder zu öffnen. So. Sie haben hier wieder eine Schlüsseltür, kommen hier nicht weiter. Also müssen wir uns wohl oder übel irgendwo einen Schlüssel besorgen. Und als ich das nochmal nachgespielt habe, habe ich noch zwei Stellen gefunden, an denen wir jetzt mit unserem neuen Item was machen können. So, wir klettern erstmal hier hoch. Das Teleportierding kann hier bleiben. Wir gehen jetzt erstmal wieder ein Stückchen zurück. So, hier vorbei in diesen Geisterdingern. Hier, das muss ich gerade alles nochmal machen, aber ist ja nicht so schlimm. Es war jetzt keine große Sache. Sind die Herzchen drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ein Herz. Komm her, Herzchen. So. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Energie. Die sieht ein wenig angeschlagen aus durch Farores Donnersturm. Wir sehen, ob wir irgendwie noch Energie herkriegen. Ein bisschen würde ich das jetzt austauschen. Ich habe aber sowas von Angst, das Menü zu öffnen. So, jetzt sind wir hier. Hier ist unser wunderschöner Vertretergang. Den wir aber gleich wieder gerade machen können. Aber das zeige ich euch erstmal gleich. Erstmal geben wir nochmal ein kleines Stückchen zurück. Greift mich ja nicht an. Und was ist hier? Bin gerade gar nicht mehr sicher. Ja, hier war es gut. Hier haben wir nämlich noch ein Auge, das wir mit dem Bogen abschießen können. So, da scheint eine Kiste. Da ist aber, glaube ich, nur Geld drin. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ne, Pfeile. Gut, Pfeile gehen auch. Wir hatten zwar schon genug, aber ist jetzt nicht so wichtig. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Eine falsche Richtung. Da lang. Und Tap. Und nochmal hoch. Link. Diese Geräusche hören sich auch total komisch an. So. Jetzt kommen wir besiegen die einfach nochmal. Wir uns wieder rum. Weil die stören uns so oder so. So, du kommst auch noch mal her. Ich treffe dich. Los, Link. Jetzt. Gut. So einfach geht das. So, und jetzt beschießen wir mal das Auge da oben. Und mal sehen, was dann passiert. Und was passiert jetzt? Der Gang ist gerade geworden.
Und mal sehen, was uns das für neue Wege eröffnet. Ich speichere mal kurz ab. Quick Save. Ich habe das Gefühl, ich mache das ordentlich die ganzen Quick Saves kaputt. So, es hat sich nämlich der Raum wieder ein bisschen anders gedreht. Da unten haben wir schon eine wunderschöne Kiste, die sehr komisch aussieht. So eine Kiste hatten wir noch gar nicht. Mal sehen, was da drin sein wird. Es erlöst... der Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Das ist doch mal sehr schön. Wir müssen schnell weg. Ich spring erstmal durch das Loch in der Decke. Was denn noch sonst? Na los! Zack! Nur eins. Visier es an, Link! Visier es an! Los und... Nein! Jetzt! So einfach geht das. So, jetzt sind wir wieder in einem ganz neuen Abschnitt von dem Tempel. Komm, ich lasse erstmal bei den Items. Mal sehen, was es hier so gibt. Aha, jetzt sind wir also hier. Wir holen jetzt mal da drüben noch eins. Ein Herzchen. Oh, hier habe ich eine Skulptur. Da oben. Noch ein bisschen weiter vor. Navi wird es trotzdem nicht anvisieren. Gut, da holen wir es einfach so. So, jetzt will das anvisieren. Oder sie oder es, keine Ahnung. Und noch eine goldene Skulptur. Ich weiß gar nicht, wie viel wir mittlerweile haben. Ich kann ja mal nachgucken. Mal gucken, ob sich das Menü öffnen lässt. Ja, es lässt sich öffnen. Oh mein Gott. 30 haben wir. Da können wir jetzt schon wieder eine neue Belohnung abholen. Wenn wir dann mal wieder an Kakariko sind. Das ist eine Megapflanze. Warte mal, da benutzen wir doch mal... Nein. Wieder unsere Deko-Körner. Treib es an, Link! Oh, puh. Okay, lass erstmal 50 Millionen Deko-Körner dran. So, hier haben wir keine Tür. Hier haben wir noch eine Tür. Ich weiß, glaube ich, was hier drin ist. Oh nein, keine Mumie. Wo war das mit der Mumie? Okay, sie blockt mich gerade ab. Die Hand. Nein, aua. Alter. Alter. Zack. So einfach. Nein, nein. Die kleinen Viecher müssen wir so schnell wie möglich töten. Puh. Sonst mutieren die wieder zu einer großen Hand. Oh, da haben wir schon Magiekugel wieder. Und eine Kiste mit einem Schlüssel drin, wahrscheinlich. So, eine Magiekugel hätte ich da gerne. Oh, hier sind noch mehr Magiekrieger, können wir alle schön mitnehmen. Und in der Kiste ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Yeah. Aber wir gehen nochmal durch die andere Tür da rechts. Ich weiß, glaube ich, wo die uns hinführt. Jo, wir sind wieder hier. Nein, du fällst nicht runter, Link. So, speichern wir kurz ab. Gehen ins Menü, nehmen uns wieder Faurus Donnersturm. Teleportieren uns mal zu der zugeschlossenen Tür. Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel und können den benutzen. Ja, ich möchte bitte zum Teleporter zurück. So einfach geht das. Jetzt sind diese komischen Skelettköpfe wieder da. Los, Link, geh die Leiter hoch. Na los. So, Nummer 1 getötet. Lässt du irgendwas fallen? Nö. Und Nummer 2. Okay, das war dumm. Ich glaube, die zu stunnen ist echt die beste Methode. Nein, jetzt. Ah, fuck.
Ich krieg's echt nicht hin. So, jetzt. So, und da betreten wir mal diese schöne Tür hier. Wo sich ein sehr komischer Raum befindet. Mit Wasser, was nicht gerade sehr blau aussieht, sondern es sieht einfach Blut aus oder so. So, hier ist weiter nichts. Und da drüben sehen wir ein Auge, was zugefroren ist. Also können wir mit dem Pfeil es nicht so treffen. Aber... oh, puh. Link hat sich festgehalten. So, wie stehe ich jetzt am besten da? So. Wir müssen nämlich durch die Fackel schießen, um das Eis dann aufzutauen. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Ah, es war zu tief. Ah, es war zu spät. Wir warten einfach noch mal eine Runde. Ah, das ist echt knifflig. So, wir haben nur ein bisschen zu tief geschossen. Das muss noch ein wenig präziser werden. Und jetzt, nein, das war zu schief. Nein. Hätte ich dann nicht nochmal weggezogen, wäre das perfekt gewesen. Ist echt nicht leicht. Vor allem mit dieser klobigen Steuerung damals. Und jetzt! Nein! Also wir kürzen es mal ein bisschen ab. Und jetzt! Ja! Beim vierten Versuch hat es dann doch geklappt. So, dann können wir auch schon weitergehen. Jetzt hat sich der Gang nämlich gedreht. Okay, wir müssen nochmal hochgehen, egal. Link, geht die Leiter hoch! Wieso ist an dem anderen Block hin Leiter angebracht? So viel zu umständlich. So, dann gehen wir wieder zurück. So, die Geister besiegen wir jetzt mal nicht, weil ich keinen Bock habe da drauf. Das bringt nur noch mehr Probleme mit sich. So, dann haben wir wieder ein schönes Loch im Boden, durch das wir jetzt mal runterfallen. Und kommen in einen anderen sehr komischen Raum. Der aussieht wie so ein Schachfeld. Aber da gehen wir gleich durch. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ein kleiner Seitenweg. Aua. So, da sind wir an diesem Punkt. Ich höre schon wieder eine Skulptur. Nein, nicht runterspringen. Och nö, Link. Du bist so blöd. Wow, ein Herzchen. Naja, zum Glück kriegen wir jetzt noch die Skulptur. Trifft uns das? Ja, es trifft uns von hier oben. Nein, triff mich nicht. Nein. Aua. Das ist jetzt nicht so gut. Dann töte sie. Alter, triffst du auch mal die Skulptur? So. Mach das wohl. Oh, jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich hätte doch gerne den Teleporter gesetzt, damit wir uns wieder dahin teleportieren können. Ach nein. Aber wir können ja, warte mal. Ich speichere mal ab, kurz. Wir haben so wenig Herzen. Komm, ich suche jetzt mal in den Krügen hier nach ein paar Herzchen. Hier sind keine. Dann auf der gegenüberliegenden Seite. So, zwei Fackeln haben wir ja schon
wieder entfacht. So, hier hoch. Die unser unkaputtbaren Krüge. Alter, geht kaputt! Wow, ein Magiekrug. Und ein Herzchen. So, auf der anderen Seite nochmal gucken. Weil ich keine Lust habe zu sterben. Aber wir können uns ja wieder zurück teleportieren, ist ja kein Problem. Ich habe ja in dem Raum eigentlich einen Teleporter gesetzt. Ich weiß noch nicht, an den gilt der noch beim zweiten Mal? Ich glaube nicht. So, noch ein Herz. Zumindest haben wir zwei wieder aufgefüllt. Nee, ich glaube, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Naja, was soll's. Ist ja nicht weit oder so. Eigentlich könnte ich das auch schneiden. So, zack. Tschüss. Ich glaube, man kann den Teleporter nur einmal einsetzen, dann ist der Punkt wieder weg. Oder wir können es einfach mal ausprobieren. Was passiert? Nein, jetzt setzt er hier einen Teleporter. Das klappt nur einmal. Nein, hau ab. Okay, dann denke ich mal, wir sehen uns wieder bei dem Schachfeld-Dingsbums. Und ne, wo waren wir eigentlich? Ach, wir waren bei diesem Vorsprung da. Da gab es aber, glaube ich, eh nicht mehr. Als die Skutullern an die Kiste, an die wir rangekommen sind. Also wir treffen uns dann in dem Kachelraum wieder. Bis gleich für euch jetzt nach dem Cut. So, das sehen wir auch schon wieder. Ich habe zwischendurch jetzt mal die Herzchen aufgefüllt. Wir speichern nochmal kurz. Ich würde auch gerne mal richtig speichern. Na los. Richtig speichern. So, jetzt müssen wir, da oben sehen wir schon, dass da eine bewegliche Decke ist und ein paar Gegner sind. Ja. Nee, guck, pass auf. Die Decke fällt herab. Ja, das ist mir schon klar. Puh. So, da ist zum Beispiel ein Schalter, den wir drücken können. Ich hoffe, da sind wir auch sicher auf dem Feld. Ja, sind wir. Ja, zu der Kiste. So, das war die falsche Seite zum Öffnen. Puh, wir sind hier sicher. So, was ist hier drin? Sind noch Pfeile drin? Gut. So, jetzt schnell zur Tür. Und weg hier. Ah, jetzt sind wir bei dem Raum. Wie wir schon sehen, dass hier ein paar Schatten sind. Und hier ist das Bild mit dem Geist, was wir jetzt mal kurz abschießen. So, zack. So, das Rätsel mache ich jetzt noch in dem Part. Ein kleines Schieberätsel. So, das ist richtig. Ein Link, los, schieb. Wir haben nicht ewig Zeit. So. Schön, dass dieser falsche Block genau in der Mitte liegt. Den müssen wir jetzt auch nochmal wegschieben. Los, Link! Die anderen Blöcke schaffst du doch auch so schnell wegzuschieben. Mit diesen komischen Dingern braucht er Ewigkeiten. So, jetzt noch den unteren Teil des Geistes wiederherstellen. Ist schon ein cooles Rätsel, muss ich sagen, dass sie nicht immer nur das mit den Bildern gemacht haben, sondern hier das mal so als Abwechslung. Und dann haben wir es auch schon bald geschafft, nämlich der letzte Geist wartet an einer schon bekannten Stelle auf uns. So, das dürfen wir noch schaffen. Aber auch gerade so. Er greift ja gleich an. Er greift gleich an. Und... So, das Schwert mal schnell zücken. Damit wir schnell angreifen können. So, erscheine wieder. Ich habe gemerkt, dass wenn man weit genug von ihm weg ist, erscheint er gleich nach der ersten Drehung. Na los. So, da ist er schon wieder. Nummer 2. Und noch ein drittes Mal. Und zack. Da geht er davon. Seine Flamme hilft uns ein Stückchen weiter.
Pfeile sammeln wir mal kurz ein. So, und wir zerstören nochmal die Krüge. Wenn es geht. So, ah, da sind auch noch Pfeile drin. Okay. Dann beende ich hier mal den Part. Und im nächsten Part, denke ich mal, schließen wir den Tempel ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und macht's gut, Leute. Bis dann. Und ciao.